Ich bin ja schon ein bisschen beeindruckt darüber, dass die Amerikaner angeblich früh morgens aufstehen, um Pancakes zu backen. Ich bin jetzt nicht gewillt, um 5 Uhr aufzustehen, damit meine Jungs hier Pancakes essen können. Wir essen die sehr gerne und ich mache die auch gerne, weil die so lecker sind, wenn die Uhrzeit stimmt, aber nicht morgens um 5. Und weil die so lecker sind und einfach zuzubereiten, zeige ich euch jetzt mein Pancake-Rezept. Alle Zutaten findet ihr natürlich unten in der Infobox, falls euch das jetzt hier zu schnell geht. Aber ich sage euch jetzt mal, was ich dafür benötige. Und zwar 130 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver, ein Ei, 2 Esslöffel Zucker. Der Zucker ist gar nicht zum Süßen der Pancakes da, sondern damit die Pancakes beim Ausbacken eine schöne goldene Farbe bekommen. Dann benötigt ihr noch 2 Esslöffel geschmolzene Butter und ich habe hier, und das ist das Besondere, 120 ml Milch und 120 ml Buttermilch. Und dadurch werden die Pancakes so lecker und fluffig und haben einen ganz, ganz tollen Geschmack. Und zwar legen wir dann los, das Ei mit dem Zucker zu verrühren. Das mache ich jetzt hier mal. Und hier kommen dann alle Zutaten eben zusammen. Ich brauche nur kurz aufschlagen, die Butter dazu. Das ist wirklich schnell gemacht und deswegen weiß ich auch, warum die Amerikaner das gerne morgens essen, weil das gar nicht viel Arbeit ist, sich eben hinzustellen und Pancakes zu backen. Schlagt hier auf, gebt die Buttermilchmischung dazu, rührt die nochmal kurz unter. Und Pancakes sind ja so lecker. Und ich suche ja auch immer ganz spezielle Sachen, die man zu Eis essen kann. Hier üblich sind ja Crepes oder Pfannkuchen, aber dass Pancakes auch super zu Eis schmecken, das kann ich euch sehr ans Herz legen. Das ist nämlich echt lecker. Oh ja, und jetzt gebt ihr in die Schüssel einfach das Mehl und Backpulver, verrührt das, macht euch in der Mitte ein kleines Loch, also schiebt das Mehl so ein bisschen zur Seite und gebt da jetzt einfach die Flüssigkeit zu. Ihr braucht ja gar keine Küchenmaschine, kein Handrührgerät, das geht alles wirklich so, weil das Mehl und die Flüssigkeit wird jetzt einfach nur untergehoben. So, das mache ich jetzt fertig, mache meinen Grill an. Ich mache das heute mal auf dem Grill. Das hat einfach den Grund, dass man das besser sehen kann. Und auf dem Grill kann man viel mehr Pancakes auf einmal machen. Die kann man natürlich auch einfach in einer beschichteten Pfanne machen. Aber da muss man immer warten. Und weil die so lecker sind und wir nicht so gerne warten, geht das da viel schneller. Und jetzt verrührt ihr das einfach zu einem glatten Teig und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn der Teig verrührt ist, dann sollte er so eine schöne Konsistenz haben. Ich hatte vorhin schon das Salz zum Mehl gegeben und deshalb vergessen zu erwähnen, dass ein halber Teelöffel Salz noch dazu kommt. Das findet ihr aber natürlich unten in der Infobox. So, ich bestreiche jetzt meine Platte hier ein bisschen mit Öl. Wenn ihr das in der Pfanne macht, dann macht ihr die Pfanne auf mittlerer Temperatur. Und dann können wir schon loslegen. Ich nehme immer den gleichen kleine Suppenkelle, dass ich immer die gleich großen Pancakes bekomme. Schüttet ihr die vorsichtig hier drauf. Und dann dauern die einen Moment und ihr müsst warten, bis oben auf dem Teig sich Bläschen bildet. Ihr seht das schon hier, fängt das schon an. Und wenn der ganze Teig anfängt, Bläschen zu bilden und etwas trocken wird, erst dann werden die Pancakes umgedreht. Also, die jetzt mal hier drauf. Oh, lecker. Die sind so lecker. Das glaubt ihr gar nicht. Und die Amerikaner essen die ja gerne mit Ahornsirup. Wir mögen das auch sehr gerne einfach mit Honig drüber oder mit Vanillesoße. Auch total lecker. Und jetzt warten wir kurz, bis die Bläschen richtig sind. Sonst klebt euch nachher der Pancake an und ihr könnt ihn nicht richtig umdrehen. Also ihr müsst schon den richtigen Zeitpunkt abwarten. So, und jetzt fängt er an, hier schon trocken zu werden. Und jetzt drehen wir den Pancake einfach um.
toll aus, ne? Richtig lecker. Ja. Noch ein. Ich kann natürlich hier auf der Platte 4 Stück auf einmal machen oder 6 kleine. In der Pfanne kann man nur einen machen, deswegen dauert das ein bisschen länger. Aber da meine Jungs ja warten und gerne schnell ihre Pancakes essen, geht das hier rucki zucki. Jetzt hole ich mir einen Teller, stelle ich mir schon mal bereit, weil die jetzt dann auch schon fertig sind. Die gehen schön auf durch das Backpulver, werden die richtig schön fluffig, auch mit der Buttermilch. Das ist so lecker. Die müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ein ganz tolles Rezept. Jetzt gucke ich einmal drunter. Und dann sind die jetzt auch gleich schon fertig. Und ich habe Schokoladensoße auch dazu. Die stelle ich mal kurz hier drauf. Und dann kann die ein bisschen warm werden. Und dann schmeckt das gleich richtig gut. Und wie die jetzt angerichtet sind, ich zeige euch, drehe die aber einmal um, dann seht ihr das nochmal fertig. Und jetzt richte ich die lecker an und dann zeige ich euch die gleich. Ich habe alle ausgebacken und insgesamt 10 Pancakes daraus bekommen. In dieser Größe. Ich nehme die jetzt mal, sind meine letzten hier. Sind fertig. Auch mal runter und lege die, wie man das traditionell macht, schön alle aufeinander stapeln. So, dann zeige ich euch mal ganz kurz, wie schön fluffig die sind. Die sind ganz weich und fluffig, also so wie Pancakes sein sollen. Richtig lecker und schön aufgegangen. Richtig toll. Und hier auf diesem habe ich jetzt Physalis gelegt und gebe da noch Honig drüber. So wie man die isst. Oder eben Ahornsirup, das könnt ihr auch machen, das ist ja Geschmackssache. Ich glaube, in unserem Breitengarten ist Ahornsirup ja nicht so verbreitet. Ich habe hier noch weiße Schokolade, die lege ich hier oben drauf und gebe über diesen hier meine schöne warme Schokoladensoße. Das ist richtig lecker. Oh, toll, ne? Das sieht auch richtig lecker. Ganz toll. Wenn euch dieses Rezept gefallen hat, die Zutaten findet ihr, wie gesagt, unten in der Infobox. Und über ein Like freue ich mich natürlich. Und ja, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, genauso wie mir auch. Und wir essen die natürlich jetzt auf. Ich hoffe, ihr macht die mal nach. Bis dahin, eure Bea. So lecker sehen die aus.